Hi, ich bin der Günther, ich aus der Bude. Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Poke Fusions. Gibt's tatsächlich auch noch. Heute haben wir zwei kleine Änderungen im Vergleich zu sonst und von einer kriegt ihr genau gar nichts mit. Wir werden heute wieder drei Pokémon generieren, wie immer, aber ich werde dann auf dem Valinisten-Server die Leute da eins der drei Pokémon, ohne dass sie wissen, welches sie ersetzen, weil ich die Reihenfolge durchmischen werde, werden sie durch ein Pokémon ihrer Wahl ersetzen, das wir mit einbauen. Und ich habe den PC-Sound ausgeschaltet und höre nebenbei Musik, damit es für mich nicht so langweilig ist. Zweite Änderung. Also, generieren wir mal die drei Pokémon. Oh Gott. Gucken wir mal, was rauskommt. Also, ich habe die Pokémon, als ich noch beim Übersetzen war, kam schon die Nachricht rein, egal was die Pokémon sind, ersetze eines von ihnen durch Relaxo. Und dazu haben wir hier den Random Number Generator 1 bis 3. Die 3. Das heißt, wir machen eine Fusion aus Kinosus Sonnenform, Megalogok und Relaxo. Natürlich schon wieder eine schöne Internet-Tab offen gehabt. Guckt mal, was das Interessantes ist. Okay, ich bin behindert. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung, was ich mit Megalogok hier machen soll. Also es wäre nicht kompliziert, wenn das Programm nicht gerade sagen würde, haha. Ich weiß nicht warum, aber das passt da am besten meiner Meinung nach. Erste Fusion für heute. Es ist Relax. Kinoso, Relaxo, Megalogo, Megalolaxoso. Abonnieren für weiteren Quality-Content. Nächste Fusion, Nummer 2. Wir generieren wieder. Oh, fuck. Welches wir ersetzen, generieren wir gleich wieder. Vorher frag ich, durch was es ersetzt wird. Also, eines dieser drei Pokémon werden wir durch Ramoth ersetzen. Und ich bete, dass ich eine 2 bekomme. Bitte. Das ist gerade das Viech, das ich hier nicht drin haben will. 2! 2! Wir fusionieren jetzt Chell, wie auch immer man das Scheißviech ausspricht, Pantifrost und Ramoth.
Also, ich denke, es ist allgemein immer, wenn ich so design, die beste Idee für mich. Das Pokémon, auf das ich am wenigsten Bock habe, kein am wenigsten Ahnung, wie ich irgendwelche Elemente einbauen soll, wenn ich das als Hauptgrundlage nehme. In diesem Fall Pantyfrost. Das wahrscheinlich in der Kamera, aber ich bin die ganze Zeit heftig am Viben bei der Musik. Also gönnt euch. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch weniger Redeanteil drin haben, weil ich definitiv nicht reinschneid, wie ich mitsing. Nein. Und ja, gönnt euch einfach, wie ich in der Kamera vibe. Augen waren keine gute Idee. Genau deswegen habe ich's gemacht. Ich erschaffe Kreationen. Und da ist unser zweites Viech für heute. Es ist schlimmer als das erste. Aber mal gucken. Vielleicht wird das dritte noch beschissener. Wir sehen uns dann gleich bei der letzten Fusion wieder. Wir generieren die letzten drei Viecher. Und es ist... ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn wir Vilma ersetzt bekommen, dass da was Cooles rauskommen kann. Ich sag's, wie's ist. Wenn wir jetzt eine 1 rollen, hat das richtig Potenzial. Wenn wir Gardevoir, Bundlebee und Wishu hätten, da kann ich mitarbeiten. Warum weiß ich jetzt schon, dass es keine 1 wird? Bitte, Random Number Götter im Himmel! Ich guck weg. Habe ich getroffen? Habe ich getroffen? Oder war es schon wieder eine 3? Nehme ich so. Wenn ich beim ersten Mal getroffen habe, ficken. Ich hab keine Ahnung, ob ich beim ersten Mal getroffen habe. Wir hatten halt schon die ersten beiden Male 3. Ich nehme jetzt die 1 und das könnte was Gutes werden. Fick dich, Vilma. Und falls ihr euch fragt, warum ich die Wommelseite offen habe, ich muss da die deutsche Übersetzung von dem Viech nachgucken, dass ich aber nicht gescheit kann, wenn ich den englischen Namen habe, aber ich wusste den Namen der Vorentwicklung, deswegen bin ich auf PokeWiki gegangen und habe Drogen inhaliert. Oh, warte. Und, oh, scheiße. Man kann nicht Gardevoir suchen, ich behinderter Keck. Man kann das Ding nicht suchen. Es gibt nur Porn. Uff. Jetzt ganz schnell. Thank you.
Ich hab das Gefühl, ich könnte hier was Gutes draus machen. Ich bin der Meinung, behaupte ich persönlich zumindest, dass das eins der besseren Pokémon ist, die aus dem Format bis herausgekommen sind. Es hat irgendwo was. Es ist relativ weird geworden und der Schal passt vom Stil her nicht so rein. Aber insgesamt bin ich doch zufrieden damit. Also, an dieser Stelle endet dann auch diese Folge von Pokéfusions. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Bis dann und tschüss.